Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen. Heute zeige ich euch, wie man Isländisch abkettet. Hört sich total schwierig an, ist aber ganz einfach und gibt hier so eine ganz hübsche Abkettkante, wie ich finde. Die ist so schön sauber, sieht ein bisschen aus wie eine Kordel, fühlt sich aber flach an. Und wie das geht, zeige ich euch jetzt. Ihr strickt die erste Masche rechts. Das habe ich jetzt schon gemacht. Die erste Masche rechts gestrickt und dann geht's los mit dem isländischen Abketten und alles, was jetzt passiert, wiederholt sich einfach nur. Ihr stecht mit der linken Nadel nochmal in diese eben rechts abgestrickte Masche ein und zwar von hinten und hebt euch die auf die linke Nadel. Dann geht ihr mit der rechten Nadel wie zum Linksstricken hier in die erste Masche rein und strickt die zweite Masche rechts ab. Zieht man einfach hier drunter her, holt sich den Faden und mascht beides ab. Und dann geht es wieder von vorn los. Wir stechen hier hinten ein und heben die erste Masche einfach nur wieder auf die linke Nadel. Dann gehen wir durch die erste Masche durch, wie zum Linksstricken, und stechen in die zweite Masche wie zum Rechtsstricken ein, holen uns den Faden durch diese zweite Masche durch und maschen das Ganze ab. Und dann wird wieder abgehoben, eingestochen und die zweite Masche rechts gestrickt. Abheben, einstechen, die zweite Masche rechts stricken. Und das ist schon alles. Es ist nicht so super aufwendig, wie zum Beispiel Etas italienische Abketten. Und es sieht trotzdem schön aus und ist mal was anderes. Ich hoffe, ich konnte euch noch mal was Neues zeigen. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir einen netten Kommentar da lasst. Ein Däumchen nach oben und natürlich dürft ihr das Video wie immer gerne mit euren Freunden oder auf Social Media teilen. Und dann würde ich sagen, bleibt gesund und bis bald. Tschüss!